Hallo zusammen, willkommen zurück zu Fallout 4 Pilgrim. So, ich stehe hier in Seans alten Kinderzimmer. Warum? Ja, das zeige ich euch jetzt. Denn hier hat sich in Sanctuary einiges, hier hat sich einiges getan. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Okay, als erstes habe ich mein Schlafzimmer eingerichtet. Noch nicht ganz, aber fast. Aber ist immerhin schon mal ein Bett, zwei Kommoden, ein Regal und ein paar Schränkchen, da ist sogar was drin. Ja, genau, was sehen wir hier? Zigarre, San Francisco Sunlight. Zwar, das ist auch wieder eine neue Mod, die habe ich mir einfach so Spaß habe installiert. Man kann sich Zigaretten ins Maul stopfen. Cool, ne? Naja, okay. So viel dazu. So, was noch? Hier habe ich mir jetzt ein kleines Lagerräumchen eingerichtet für die legendären Waffen und Rüstungen. Ja, Bart wie immer. So, und hier sind wir auch schon beim Wohnzimmer. Einen kleinen Schaukasten, wo noch nichts drin ist. Kommt noch was rein. Ja, die Flagge der stählernen Bruderschaft. Ja. So, was haben wir hier? Noch ein Schaukasten. Der ist, glaube ich, sogar beleuchtet. Ja. Ja, eine popelige Holzkiste. Klamottenständer, der umfällt. Verdammt. Nun gut, was haben wir noch? Ja. Die neue Werkstatt. Mit ein paar Waffen. Und Regalen. Schränken. Ach ja, die könnte ich mal noch umpacken. Komm, das nehmen wir mal mit. Packe ich nämlich gleich woanders hin. Junk Jet. Brauche ich nicht. Da ist nichts drin. Da ist noch alles. Da ist noch. Ich habe einfach nur eingerichtet und gebaut und gebaut. Aber ansonsten habe ich noch nicht viel gemacht. Naja, okay, doch einiges habe ich gemacht. Gut. Dann würde ich sagen, wir verlassen mal die Werkstatt. Und sehen uns weiter um. Ja, hier hat sich auch getan. Was getan. Und sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Ja, ist ja schön und gut. Und zwar haben wir jetzt hier eine Bar. Und die Siedler auch was mampfen können und was trinken. Ja? Hi. Ja. Oh, und schon werden wir wieder angegriffen. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Na, sind sie schon weg? Den Spaß schon wieder verpasst. Verdammte Roboter. Ich weiß gar nicht, was die hier wollen. Die tauchen zurzeit ziemlich oft auf. Auch während ich gebaut habe, sind permanent fast täglich eigentlich Roboter aufgetaucht hier. Nanu. Sie liegen hier im Bäumchen mitten auf der Straße. Irgendwie eine von meinen Mods sorgt dafür, dass ab und zu Riesenbäume irgendwo rumstehen und komplett den Weg versperren. So. Brücke noch ein bisschen aufräumen hier. Sieht's ja aus. Okay, geht nicht. Egal. Dann noch ein paar Geschütztürme und ich weiß zwar nicht wozu, aber es sieht irgendwie cool aus. Barrikaden. So, was noch? Ah ja, das Gewächshaus ist auch fertig jetzt. Wie man sieht, ist sogar schon eingerichtet. Naja, ist noch nicht viel drin. Aber immerhin, es wächst und gedeiht. Scheint wirklich was zu werden. Man kann sogar schon ernten. Cool. Nicht schlecht. Kann ich aber wieder pflanzen. So, ich weiß gar nicht, haben wir das in der letzte Mal auch schon gesehen? Egal, ich zeig's jetzt trotzdem. Hier haben wir einen kleinen Wachposten. Preston schiebt gerade Wache. Na? Und hier der Siedler. Die Hardcore-Wache, der... Ja,
passt hier schön auf. Und wie man sieht, die Straßen sind sauber. Habe ich auch eine Mod installiert für. Oh, hier stehen noch Gartenstühle rum. Nehmen wir mit. Hier habe ich nichts gemacht. Nee, nee. Können wir das Radio mal anmachen. Ja, das Gewächshaus, es ist fertig. So, da haben wir die Bar. Das da oben stand ja schon. So, jetzt kommen wir zum Schmuckstück. Tada! Die Powerrüstung-Werkstatt. Ja. Finde ich auch ganz cool. So, jetzt kann ich doch gleich hier mal... ja, ich pack's mal hier rein. Dann das Raider-Zeug hier reinpacken. Ja, genau. Ja, die coole Powerrüstung-Werkstatt. Die Dinger sind allerdings noch nicht beleuchtet. Ich habe noch keinen Strom hier drin. Weiß noch nicht, wie ich das machen soll oder ob ich sie überhaupt beleuchte. Ist eigentlich nur, damit die Powerrüstung hier schön in Reihen und Glied rumstehen. Kommt sogar nach hinten. Ah, ja, fehlen noch zwei Stück. Dann habe ich alle voll. Okay. Gut. Hallo, ist das Licht ausgegangen? Ah ja. Was haben wir noch? Eine Klinik. Guten Tag, Herr Doktor. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Heute nicht. Also gut. Ne, wir sind halbwegs gesund. Ja, mit kleinem Wartebereich, wie es gehört, eine Liege und ein Rollstuhl. Na, Kotzow. Ja. Und was haben wir hier? Ja, logischerweise, wie es sich für eine Klinik gehört, auch Krankenbetten. Und so klar, sogar einem kleinen OP-Zimmer. Hier kann man sich dann hinsetzen, um das Gesicht, das Aussehen zu verändern. Cotsworth. Ja? Du hast mich nie zum Tee eingeladen. Das hast du nicht vergessen, oder? Oh nein, natürlich nicht, Sir. Ich warte nur auf einen freien Tag in meinem Terminkalender. Okay, Kumpel, dann mach mal weiter. Scheint für dich ja zu laufen. Ja, Sir. Okay. Sogar mit Tür. Modern Door. Naja. Okay, und sonst? Oh, das war es ja eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Hallo? So, und hier ist ja noch nichts drin. Das kommt dann noch. Nope, da ist noch nichts. Hm. Dafür, dass ich hier zwei Tage gebaut habe, ist noch nicht viel passiert. Ach ja, hier haben wir einen kleinen Stand. Arbeitet da überhaupt jemand? Ja. Den muss ich auch noch einrichten. Und hier ist auch noch nichts drin. Ja, na gut, das war's dann auch schon. Ja. Okay, und Straßenbeleuchtung habe ich aufgestellt. Jetzt kau doch mal ab, Mensch. Mensch. Geh mal weg. Darf ich mal? Danke. Ja, Straßenbeleuchtung. Und wieso bist du nicht bei der Arbeit? Hallo. Suchst du was zum Anziehen? Ich glaube nicht. Wie du meinst. Kann es sein, dass sie nicht an den Stand rankommt? Wieso nicht? Ich komme doch auch hin. Hier steht nur da dumm rum. Ein bisschen nach vorne ziehen. Stellen wir mal in die Ecke. Aha, sie bewegt sich. Na gut. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt klappt. Ja, und Ada torkelt auch hier. Quietscht wieder durch die Gegend. Nun gut, jetzt stellt sich die Frage, was machen wir heute?
Gestern hatte ich noch eine Idee, was ich hier noch bauen könnte, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Toll. Irgendwas war es noch. Naja, diese Bäume muss ich auch noch wegmachen. Wo ist denn Dogmeat eigentlich? Den habe ich doch irgendwo abgestellt, damit er mir nicht ständig die Türen auf und zu macht. Das geht einem ab und zu ein bisschen auf den Geist. Dann machst du die Türen zu, wie sich's für eine Tür gehört, die auch mal zu ist. Und dann kommt der Hund und macht sie ständig wieder auf. Ja. Hey, komm schon. Uff. Ich hab erst beleidigt. Ja, siehst du? Was willst denn du jetzt hier drin? Komm. Oder laufen wir ein bisschen rum? Könnten wir auch machen. Oh, ich habe ein Level up. Meisterhändler. Ne, ich nehme mal lieber das. Huch, jetzt habe ich mich aus Versehen gemutet. Na gut. Ja, ich komme absolut nicht mehr drauf, was ich hier noch bauen wollte. Ich habe es vergessen. Ein Friseur. Also ein Friseur auf jeden Fall noch, damit man sich immer die Haare ändern lassen kann. Aber was war es noch? Irgendwas war es noch. Verflixt und zugenäht. Nee, ich komme beim besten Willen nicht drauf. Ach ja, guck mal, hier unten habe ich ja auch noch. Da fehlt ja noch was. Hier einen kleinen Steg. Huch, habe ich was vergessen wegzupacken. So. Mit dem fetten Wasseraufbereiter. Und einem kleinen Wachposten. Na, Dogmeat, gehst du baden? Ja, Sanctuary wächst und wächst und wächst. Wird auch Zeit, ne? Wir haben immerhin schon 11 oder 12 Siedler, glaube ich. Die Bäume wachsen ja auch wie Unkraut. Scheint wirklich was zu werden. Ja, muss ja auch. Ich bin ja hier der Gärtnermeister. Ernten wir mal die Früchte unserer Arbeit hier. Oder beziehungsweise deren Arbeit. Ja, da habe ich noch einen vergessen. So. Nicht übel. Kann ich doch eigentlich mal hier auch noch ein paar Flaschenkürbisse wegnehmen. So, haben wir hier auch noch. So, wie wär's, wenn du mal da hinten im Gewächshaus und da arbeitest? Das wäre doch mal super, wa? Okay, wisst ihr was? Ich sehe gerade, wir haben jetzt. Ich habe jetzt knapp 14 Minuten. Dann würde ich sagen. Na, hat's funktioniert? Ja. Dann würde ich sagen, wir bleiben heute jetzt mal in Sanctuary und machen noch ein paar Kleinigkeiten, dies und das. Dann wird die Folge nur eine halbe Stunde lang. Und in der nächsten Folge ziehen wir dann wieder los und kümmern uns um die Bestien des Commonwealths. Klingt doch nach einem Plan, oder? Gut. Jetzt war ich doch gerade im Gewächshaus. Ich wollte doch da noch was anpflanzen. Okay, wir haben 6 Flaschenkürbisse. 7 Mais. Und Mutterbeeren. Ein ordentliches Gewächshaus braucht doch ordentlich was zu erfuttern, ne? Melone. Witzig, Melone passt auf diese Gartendinger gar nicht drauf. Dann haben wir noch Mais. Geht auch nichts mehr drauf.
Ja, seltsam. Na gut. Keine Karotten. Das ist schlecht. Ich würde sagen... Klingkorn. Naja, brauchen wir es noch nicht eigentlich. Könnten jetzt hier noch ein bisschen Mais hinstellen, während... bis mal da Kartoffeln... Quatsch. Karotten wachsen. Und dann noch ein paar Mutterbärchen. Nee. Quark, da sollen Tomaten hin. Tatos. Ja, geht noch was? Jawohl. Machen wir das auch noch ein bisschen. Bisschen enger zusammen machen. Na gut, drei in einer Reihe ist okay, oder? Würde ich mal sagen. Dann machen wir das gleiche hier vorne. Ist die Frage, kriegen wir da noch was dazwischen? Ja, guck mal, hier. Geht doch. Es geht sogar noch ein Stückchen nach außen. So, dann kannst du noch ein bisschen. Na, jetzt willst du nicht, ja? Wieso willst du nicht? Ja, dann halt so. Mein Gott. Mit diesen störrischen Pflanzen. Wir haben 23 Essen und 12 Siedler. Ist doch gar nicht mal so übel. Muss die dumme Nuss, die ich hierher geschickt habe? Hat wieder kehrt gemacht, oder? Versteh's nicht, wieso arbeiten die nicht an den Bäumen hier? Na gut. Dann nutzen wir doch mal unsere Homemaker-Mod. Wo war's denn jetzt? Decorations? Nein. Structures? Nee. Food, hier ist es doch. Könnten wir es noch Mais pflanzen? Wenn es dann gehen würde. Entry? Was ist denn mit dem Lärm? Greenhouse Tables, ja schön, ich habe keine. Doch, ich habe. Ups. Nein. Wieso kann ich keine mehr auf den Boden setzen? Hä? Hier geht's. Komisch. Ich hab doch da hinten auch auf den Boden gesetzt. Ja, irgendwie seltsam. Scheint da irgendwas nicht zu funktionieren. Oh, plötzlich. So, ich kann es nicht auf den Boden setzen. Mais auch nicht. Ja gut, wenn ich es draußen hinsetzen brauche, brauche ich ja keinen Topf dafür. Ja, dann lasse ich es einfach erstmal so. Das sieht halt noch ein bisschen leer aus, das Gewächshaus, aber was... Mein Gott, was soll ich machen, ne? So. Wollte ich hier noch was machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich komme einfach nicht mehr drauf. Ah, scheiße, wenn man so vergesslich ist. Können wir unsere Waffen noch ein bisschen upgraden? Nein. Nein. Da können wir, glaube ich, auch nichts machen. Nope.
Schalldämpfer. Nee. Nee, da können wir noch gar nichts machen. Müssen wir erst noch ein bisschen Waffenfreak skillen. Ja. Lass mich mal kurz ins Menü gucken. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, was ich bauen wollte. Irgendwas wollte ich machen. Ach ja, das Ding habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht aufgestellt hier. Grandios. Das ist der Nachteil an geschlossenen Türen. Ja. Die Oberlandstation wird angegriffen. Warum nur? So, haben wir das Ding halt auch. Kannst natürlich auch da reinstellen. Sag ich mal, ja. Passt das da überhaupt rein? Nee, tut's nicht. Oder ich könnte es da hinstellen. Und dieser Glaskasten, der lässt sich nicht richtig in die Ecke stellen. Warum auch immer. Aber ich sehe gerade, das Ding sehe ich auch nicht. Ne? Gerade ging's doch. Irgendwie so ins Eck geht das. Ne, dann halt so. Ja, ah. Ne, es ist zwar nicht unbedingt das Schönste. Wenn wir diesen Glaskasten ein bisschen zur Seite rücken. Ach komm schon. So, dann nehmen wir den Wackelpuppenständer. Puppenständer. Wir stellen hier einfach neben den Kühlschrank. Erstmal. Bis ich einen vernünftigen Platz dafür gefunden habe. So, und das Ding kommt halt wieder ins Eck. Wenn es dann geht. Da war es gerade grün. Interessant, es steht besser im Eck als vorher. Sieh mal eine an. Naja. Aber ich glaube, jetzt komme ich. Ja, war ja klar. Jetzt komme ich nicht mal an die Tür ran, um da was reinzutun. Naja, egal. So, dann können wir doch gleich mal hier die Zeitschriften noch einpacken. Langweilige Folge, wa? So, was haben wir denn? Grognack, Grognack. Aber muss auch mal gemacht werden, ne? Ich kann es natürlich auch offscreen machen. Aber dann verpasst ihr ja, wie ich hier die ganzen Comics hier in die Regale einräume. Das wäre ja fatal, wenn ihr das verpassen würdet. Ja, siehst du denn, da sind wir auch schon durch. Also so schlimm war es ja gar nicht. So. Das gleiche machen wir noch mit schnell mit den Wackelpuppen. Da ist noch eine. So, gerade mal drei Stück. Gerade mal drei Stück ist ja nicht wirklich viel. Na gut. Oh, da fällt mir gerade eigentlich. Oder auf, ich habe die Effekte gar nicht an. So. Aber ich lasse jetzt mal die Effekte ausnahmsweise mal aus. Dieses ständige Graue und. Ugh, ist auf Dauer manchmal ein bisschen nervig. Deswegen, gerade beim Bauen finde ich es nervig. Deswegen habe ich es aus. Mann, was ein Gestrüpp hier. Ach ja.
Na gut, bevor wir losziehen. In der nächsten Folge dann. Hi, Carla. Oh. Der hat sich in der Brücke verhangen. Bevor wir in der nächsten Folge dann losziehen. Ach ja, dieser Koffer, das ist immer noch von dieser... Ah, Mann. Ich kann sowas nicht sehen. Jetzt haben wir hier wieder Clipping, Texturenfehler und allen Scheiß. Nur wegen dem Koffer hier, glaube ich. Ja, hat irgendeine Mod hier von einer von meinen Mods ist... Macht hier voll die Atombäume. Katastrophe. Aber das ändern wir jetzt. Kann nicht angehen, dass hier ein Baum mitten im Weg rumhängt. So. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie das geht. Gehen wir in die Konsole. Dann klicken wir den Baum an, bis hier die Nummer kommt. Ich hoffe, ich habe jetzt auch den Baum erwischt. Und dann einfach nur... Disable. Oh nein. Was habe ich denn jetzt weggemacht? Jetzt habe ich irgendwas anderes weggemacht. Okay, versuchen wir es nochmal von hier aus. So. Klicken wir wieder auf den... Ja, diesmal scheint ich den Baum erwischt zu haben. Disable. Ja, Gott sei Dank. So, und schon ist er weg. So, und was zur Hölle habe ich jetzt noch weggemacht? War wahrscheinlich nur ein Ast oder so. Ich will es zumindest hoffen. Ja, was diese scheiß Clipping-Fehler hier angeht, ich weiß auch nicht. Clipping-Fehler, ja. Ich glaube, es kommt von der Baum, von dem Ressourcen-Mod hier mit dem scheiß Koffer. Ich glaube, es kommt daher. Gut. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, nicht mehr viel. Die Red Rocket Station könnte ich auch mal noch ausbauen, ein bisschen. Er wird geschossen. Aber ich glaube, das mache ich ein andermal. Ich will es diesmal sowieso ein bisschen anders machen, als ich es normalerweise tue. Weil normalerweise... Zum Beispiel, wenn ich eine Power-Rüstung finde, bunker ich sie in Sanctuary und benutze sie dann meist gar nicht. Also Power-Rüstung benutze ich sowieso selten. Nur wenn ich dann mal eine brauche, muss ich immer erst zurück nach Sanctuary und dann wieder dahin zurück, wo ich eigentlich war. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich bunker die Power-Rüstung immer in kleinen Siedlungen, die ich dann halt ausbaue ein bisschen. Damit ich dann, wenn ich unterwegs bin, in etwas greifbarer Nähe eine Power-Rüstung zur Hand habe, wenn ich eine brauchen sollte. Zum Beispiel in der Nähe von Diamond City ist auch noch so eine kleine Raider-Siedlung. Die würde ich noch gern ausbauen. Dann haue ich da noch eine Power-Rüstungswerkstatt rein. Und hier in Sanctuary bleiben erstmal nur 4. Ich würde hoffen, das reicht. Und ja, und den Rest, den ich so finde, verteile ich dann halt oder mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Was? 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 Ja, gut, dann würde ich auch mal sagen, die Folge ist schon zu Ende. Haben wir nicht viel gemacht, eigentlich genau genommen gar nichts. Aber... Ja, dafür habe ich euch mal ein bisschen gezeigt, was ich hier so gebaut habe. Ach ja, stimmt, die Bäume muss ich noch wegmachen. Das passt mir noch nicht, dass sie hier ins Haus reinragen. Na gut.
Okay, das war's dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Zusehen. Tut mir leid, dass die Folge so langweilig war. Nichts passiert ist. Aber in der nächsten Folge dann wieder. Okay, wir sehen uns. Bis dann.